Home sweet home. Ach du Scheiße. Ist das unser Arm? Jo. Wow. Huh. Okay, F2 können wir verbessern. Was können wir denn? Verbesserung. Wir haben 2 Punkte. Wir können den Rückstoß, Widerstand, Primärgranaten, Taktikgranaten, Sprinten, die Batterien nachladen, schnell ziehen, erkennen. Na, Panzerung ist noch nicht voll. Explosionsschaden. Komm, investieren wir hier. Eine Nachladen und einen Widerstand. Ganz einfach. Und dann Enter für nächste Mission. Nach einem ja. Tag heftiger Gefechte ist es den US Marines gelungen, die nordkoreanischen Streitkräfte aus Seoul zu vertreiben. Da bald eine weitere Division eintreffen soll, besteht große Hoffnung, dass die Region bald wieder Frieden und Stabilität erfahren wird. Wieso wird einer verschont und der andere nicht? Bis heute weiß ich keine Antwort. Aber der Tod holt uns alle. Irgendwann. Wenn in 4 Stunden mehr als 6000 Männer sterben, ist ein Todesfall nur noch eine Nummer. Ich wusste nur, dass mein bester Freund fort war. Ein Teil von mir wünschte, es hätte mich getroffen. Die Toten haben ihre Schuld beglichen. Jetzt sind die Lebenden an der Reihe. Wir verabschieden uns von Private William Robert Irons. Es war meine Ehre, dass er unter meinem Kommando stand. Der Wert eines Lebens wird durch den Einfluss bestimmt, den es auf andere hatte. Daran gemessen war Private Irons einer unserer Besten. Ja. Und ich glaube, ich hätte mir ein SSD für das Spiel zulegen müssen, so lange wie das lädt. Naja. Atlas. Er hinterlässt Familie, Freunde, Marines-Kollegen und eine dankbare Nation. Boah. Jetzt doch bei der Beerdigung. Das ist hart. Kodulieren. Ach du Scheiße, uns fehlt doch der Arm. Lieber Arm ab als Arm dran. Tut mir leid, Mitchell. Will war einer der Besten. Wir kümmern uns umeinander. Wenn du was brauchst... Verzeihung, Private Mitchell. Jonathan Irons, Wills Vater. Mr. Irons, es tut mir sehr leid, Sir. Das glaube ich, Sergeant. Private Mitchell, Sie waren Wills bester Freund. Sie haben beide einen zu hohen Preis für Ihr Land gezahlt. Es war eine schreckliche Tragödie, Sir. Das war nicht nur schrecklich, Sergeant. Es war auch unnötig. Junge, ich biete Ihnen eine zweite Chance. Mr. Irons, Mitchell wurde entlassen mit seinen Verletzungen. Ich weiß von seinen Verletzungen, Sergeant. Bei Atlas haben wir Prothesen, die denen des Militärs 20 Jahre voraus sind. Will sagte mir, was für ein Soldat Sie sind. Sie sollten für ein Militär kämpfen, das ebenso effektiv wie Sie ist. Erwägen Sie es. Wills Tod sollte nicht umsonst sein. Sergeant?
Wow. Okay, diesmal weiß jeder, was zu tun ist. In Position gehen. Ist das jetzt Übung oder was ist das? Maryland. Zwei auf der Terrasse. Camp David. Drei. Du bist dran, Mitchell. Schalte sie aus. Camp David, ist das nicht geheim? Hab ihn. Zur Küche. Ah, Maryland sagt mir nur eins. Baltimore Ravens. Die Footballmannschaft. Mein Favorit. Atlas 01. Wir registrieren den Präsidenten. Medienraum Süd. Genau, Camp Davis, jetzt sagt mir etwas. Wir sind drin. Mitchell, wirf eine Warngranate. Auf sie. Sicher. So, jetzt gucke ich aber nach Daten, die man einsammeln kann. Auch wenn das... Hey, cool, ich will zocken. Wir machen das leise. Sturmladung bereit machen. Raum sicher. Mr. President, wir sind ein Atlas-Rettungsteam. Können Sie sich authentifizieren? Zulu Tango. Okay, den Kopf unten halten und ganz nah bleiben. In Ordnung, Junge. Prophet, wir haben das Paket. Begeben uns zur Evakuierung. Verstanden, Atlas 01. Auf zur nördlichen Zugangsstraße. Verstanden. Bringen wir ihn hier raus. Registrieren Drohnen auf der hinteren Veranda. Lass sie vorbei. Und hab ich das Gefühl, das wird gleich ordentlich noch scheiße. Wird noch richtig scheiße. Mehrere Feinde beim Pool. Ausschalten. Alles okay? Irgendwas war da gerade am Streiken mit meiner Hand. So, ich gehe jetzt mal nicht so auf die Runter. Nicht angreifen. Einfach vorbeilassen. Habe ich auch nicht vor. Warte, ich lag mitten im Licht, aber okay. Oh, war ein Golfspiel. Prophet, wir nähern uns der nördlichen Zugangsstraße. Wie ist der Evakuierungsstatus? Transporter kommt schnell rein. Ankunft in einer Minute. Wir müssen uns eingraben, bis unser Fahrzeug da ist. Haltet sie auf! Atlas
Atlas 01. Evakuierung ist gleich da. Los, los! Da ist unser Gefährt. Mitchell, bring den Präsidenten rein. Mitchell, die Tür! Schlampig, Mitchell. Du bist ein toter Mann. Zurücksetzen! Keine Entschuldigung für Ausrüstungsversagen. Die beste Waffe ist die zwischen deinen Ohren. Benutze sie. Simulation wird zurückgesetzt. Alle zurück auf Anfangsposition. Oh, richtig cool. Das war sein Arm, Sir. Ich wusste, es ist zu früh. Dieser Arm ist mir mehr wert als die gesamte Anlage. Wie geht's meinem Jungen? Wir arbeiten noch daran. Dann arbeitet weiter. Er ist ein toller Soldat. Wahrlich ein trauriger Tag, wenn das Militär keine Verwendung für gute Männer wie dich hat. Spring rein. Machen wir eine Tour. War schon geil irgendwie. Joker, wir bringen Mitchell zur Forschung. Bereitet die Simulation für einen weiteren Durchlauf vor. Okay, Boss. Du siehst hier fortschrittliche Kriegsführung. Okay. Atlas hat das größte stehende Militär der Welt. Aber wir unterstehen keinem Land. Im Gegensatz zur Regierung zeigen wir offen, wozu wir fähig sind. Wir verkaufen keine Politik, sondern Macht. Wir sind eine käufliche Supermacht. Okay. Wenn die Elben würde ich so gerne auch besitzen. Macht bedeutet nicht nur die Fähigkeit zu zerstören. Atlas hat Infrastruktur an Orten gebaut wie Korea, Sierra Leone und Nigeria. Wir schaffen in ein paar Jahren, wozu Regierungen Jahrzehnte brauchen. In Wahrheit sind wir oft effektiver als die Regierungen, die uns beauftragen. Wie man so noch schmerzliche Art erfahren. Mitchell, ich weiß, du machst das nicht für Geld. Daran erinnerst du mich sehr, Anwar. Jetzt reparieren wir den Arm. Hauptsache, ich hab wieder meinen Arm. Kostet bestimmt auch ein paar Mille. So eine Prothese. Also gut, hier drüben. Aber wie er schon sagte, okay. Der ist ja süß, den will ich haben. Probleme an invertierten Oberflächen? Die neuen Spulen haben das beseitigt. Haben noch keinen fallen lassen. Boah, schon cool. Zwei Arten von Exos. Angriff und Spezialist. Beide haben jeweils eine primäre und eine sekundäre Fähigkeit. Der Angriffsexo ist mit Boostsprung ausgestattet, sowie mit Schall gegen Menschenmassen. Der Spezialisten-Exo, den du trägst, hat einen eingebauten Schild, sowie einen Overdrive. Die Techniker erwarten dich. Lass das Ding reparieren und triff mich. Okay. Hallo Mitchell. Sehen wir uns den Arm mal an. Jo, ist klar, Doc. Bitte, hier herüber. Na los, legen Sie den Arm auf den Tisch. Oh, da tut er wieder weh. Ich sehe jetzt schon die Spritzen. Nein, natürlich. Komm. Ist ja wieso alles künstlich. Wow. Okay. Ich lasse eine Diagnose durchlaufen. Für Glasfaser, was ist das? Nee, auf jeden Fall nicht. Versuchen Sie bitte, Ihren Arm zu bewegen.
Ich nehme eine kleine Änderung vor. Moment. Okay, nochmal bitte. Nee. Ich denke, ich erkenne das Problem. Noch einmal bitte. Alles klar, fertig. Aber ich empfehle einige Schießübungen, um die Kalibrierung zu testen. Okay. Würde ich mal sagen, machen wir das. Ich habe immerhin noch keine Daten gefunden. Ich weiß nicht, wie man auf so Daten kommt. Muss ich mal irgendwann nachgucken. Auf zum Schießplatz. Er hat den Angriffsexo. Die armen Schweine haben keine Chance. Boah, ich würde mich, glaube ich, nicht so verprügeln lassen. Aber schon richtig geil hier. Na, guck mal, da ist ein Fleck, Fall für die Putze. Muss ich nicht. Ich bin schon auf Platz 1. Also gut, ausrüsten. Dein Exo ist mit einem Overdrive ausgerüstet. Setz ihn ein, um einen taktischen Vorteil zu erlangen. Die Overdrive-Batterie leert sich schnell. Setz ihn also sparsam ein. Geh an die Station, wenn du bereit bist. Aktiviere Zieltraining. Starte Runde 1. Verbündete achten. Overdrive einsetzen. Starte Runde 2. Wow, holy shitting fuck. Overdrive einsetzen. Nein! Ah, Kacke. Zum Granatenplatz. Du musst mit den variablen Granaten. Boss, die Simulation ist jetzt startbereit. Verstanden. Mitchell und ich sind in einer Minute da. Also machen wir erst noch Granaten und dann gut. Schnapp dir ein paar Granaten und absolviere den Trainingskurs. Bei variablen Granaten kannst du sofort den Typ wechseln, je nach Bedrohung. Aktiviere die Konsole. Wirf eine Warngranate! Schieß durch Wände, um diese Ziele zu treffen. Auf EMP wechseln und die Drohnen ausschalten. Hä? Kapier ich nicht, ich soll mit... Drücken Sie F für Granatenwechsel. Kapier ich jetzt nicht ganz so. Wirf
eine intelligente Granate und visiere ein Ziel an, um sie zu lenken. Gut, mach's nochmal, diesmal als richtige Herausforderung. Aktiviere Granatentraining. Ich hab die nicht. Ich hab keine Granaten mehr. Training abgeschlossen. Ihre Leistung war Durchschnitt. Durchschnitt trifft's ganz gut. Also los. Ja, okay. Simulator noch mal starten. Ich hab das irgendwie mit dem Wechsel nicht ganz kapiert, weil die meinten jetzt zu mir. Aber okay. Pass auf, Ions wird uns zusehen. Diesmal gehe ich vor. Ausrüsten. Geh in den Aufzug. Bin ich doch schon. Der andere Fahrstuhl, Mitchell. Leck mich. Mal Entschuldigung. Joker, wir kommen hoch. Schalte die Simulation diesmal auf Angriffsmodus. Verstanden. Es kann losgehen. Bereite Angriffsmodus vor. Simulationsstart in 3, 2, 1, ausführen. Okay, ich gehe vor. Da meine kommen Richtung. Sie! Ausschalten! Setz den Overdrive ein! Zugangspunkt. Wir treffen uns beim Medienraum. Nehmen den Vordereingang! Mein Gott. Na, endlich haben wir was gefunden.
bin bereit. Sicher! Mr. President, wir sind hier, um Sie zu retten. Ich brauche Ihren Authentifizierungscode. Alpha, Zulu, Tango. Bestätigt. Bleiben Sie hinter uns. Los geht's! Atlas 01, Achtung! Wir registrieren eine große Einsatztruppe, die sich der Position nähert. Verstanden, Prophet. Drohnen! Setz deine EMPs ein! Boah, geil. Deine Drohne ist hin. Hat aber Spaß gemacht. Gesichert! Immer weiter! Los, los! Zumindest fand ich, dass ich jetzt irgendwie besser war. Prophet, wir nähern uns der nördlichen Zugangsstraße. Benötigen sofortige Evakuierung. Verstanden, Atlas 01. Evakuierung ist unterwegs. Weiter, weiter! Schaff den Präsidenten rein. Mach es diesmal richtig! Prophet, das Paket ist sicher. Verstanden, Atlas 01. Ein Warbird kommt und bietet Luftunterstützung. Ankunft in einer Minute. Verstanden, Prophet. Also gut, verschanzen. Setz dein Schild ein! Ja, ja, klar. Geil. Setz deine Intelligenz. Ah, Kacke. Prophet, das Paket ist sicher. Verstanden, Atlas 01. Ein Warbird kommt und bietet Luftunterstützung. Ankunft in einer Minute. Verstanden, Prophet. Also gut, verstanden. Setz dein Schild ein! Ja, was soll ich mit dem Schild?